Ja, und diesem epischen Intro heiße ich euch jetzt fängt es schon an. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Mario Golf Advance Tour. Los geht's! Hi, bevor wir loslegen, benötigen wir einen Charakter für dich. Okay, such dir bitte einen Spieler aus. Wer möchtest du sein? Ich nehme natürlich den Kerl. Haha. Links oder Rechtshänder? Rechtshändler. Bist du damit einverstanden? Ja. Und wie heißt du? Na, Neil auf keinen Fall. Nee, Neil oder so muss das heißen. Sondern, oh ja, 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 oh, ja, Ach komm, wir machen es ganz klassisch und nennen uns, na komm, so ist es, Ryu, passt sogar. Alles klar, Ryuma, viel Erfolg da draußen. Hoffentlich treffen wir uns wieder, wenn du ein richtiger Profi geworden bist. Natürlich stimmt mir das. Yeah! Auf in ein neues Abenteuer! Woo! Das ist also der Mario Club. Wow, was für ein Clubhaus! Ich war erster! Oh. Wir beeilen sich, hier nicht zu bremsen! Ich fasse es nicht, den ganzen Weg seid ihr gerannt. Total verrückt. Stimmt, dieses Mal habe ich gewonnen. Richtig, Helen? Entschuldigung, Kumpel. Aber das war unentschieden. Zuletzt hat Ryu mal zu dir aufgeschlossen. Vermutlich hat er dich eingeholt, weil du aufs Mario Clubhaus geschielt hast. Das war super knapp, Bats. Oh Gott, die Stimme kann ich gar nicht nachholen. Egal. Mann, ich war mir sicher, dieses Mal zu gewinnen. Echt schwach. Du hast recht, das Clubhaus muss mich wohl abgelenkt haben. Sieht es nicht wunderschön aus? Wie ist es? Wie aus einem Rollenspiel? Ach, meinst du? Tja, Ella, warum ziehst du nicht gleich ein? Du warst schon immer vernarrt in solche Burgen, Ella. Ich frage mich, ob drin noch alles beim Alten ist. What the fuck, wer könnte das sein? Kid, du bist spät dran. Warst du bloß die ganze Zeit, Kid? Wir mussten die ganzen Taschen alleine tragen. Es war schon ewig nicht mehr hier. Da wird er sich sicher umgesehen haben. In Nostalgie schwelgen. Junge, ist das lange her. Kam mir gar nicht so vor, aber die Bäume sind mächtig gewachsen. Ich erkenne noch immer den Kurs, auf den ich unterrichtet wurde. Wie ein Freund aus Kindertagen, der mittlerweile erwachsen ist. Dieser Ort ist zu schön, um wahr zu sein. Ist das nicht eine Nummer zu groß für uns? Stimmt, jetzt sind wir zwar hier, aber wir haben den Kurs noch nicht einmal von Weitem gesehen. Ella, Schluss jetzt! Ihr habt euch bisher so gut geschlagen, weil ihr so fleißig geübt habt. Habe ich recht? Ja. Mangelnde Kurserfahrung allein ist kein Grund zur Sorge, solange ihr den Ball ordentlich spielt. Also ich weiß ja nicht. Wenn ich jemanden von euch unfähig halten würde, wärt ihr dann jetzt nicht hier. Kapiert? Glaubt an euch. Hört ihr? Ich bin mir sicher, dass ihr alle das Zeug zum erstklassigen Golfer habt. Der Manager wartet wahrscheinlich schon auf uns. Also kommt, Leute. Oh mein Gott. Hey Kid, lange nicht gesehen. Hi Pro,
Stimmt, es ist ein Weilchen her. Als ich hörte, du wärst verletzt und hättest dein Spiel aufgegeben, habe ich mir Sorgen gemacht. Tut mir leid, dass ich dich beunruhigt habe, Pro. Ich hätte anrufen sollen. Ich wusste über Kid Bescheid. Wirklich, Bud? Du warst im Bilde? Ja, Pro, ich wusste Bescheid. Es war kurz nachdem Kid hier nicht mehr vorbeischaute. Da habe ich mich bei ihm gemeldet. Wie bitte? Du hast Bud angerufen? Sie kreative Namen. Als Kid begriff, dass mit seinem geliebten Golfsport Schluss war, verzweifelte er. Tja, wen wundert es? In solch einer Lage wäre ich auch nur noch ein Häufchen Elend. Bud hat mich unterstützt, als es am heftigsten kam. Ich sagte ihm nur, dass es zu früh sei, seinen Traum aufzugeben. What the hell? Ich schlug ihm vor, einen Golf zum Wettkampf gegen Mario, den Golfer zum Wettkampf gegen Mario auszubilden. Aha. Wow. Gegen jemanden wie Mario anzutreten, jeder Golfer träumt davon, das Zeug dazu zu haben. Fuck you, ey. Stimmt, Kid ist weltweit einer der wenigen Golfer, die diesen Traum verwirklichen konnten. Wenn deine Schüler erst zu den besten Golfern weit und breit gehören, dann verstehst du, mit welchem Stolz und welcher Freude einen der Ausbilder Richtig, als Pro dich ausbildete und du an die Spitze kamst, ging er selbst mir so. Nun hoffe ich, dass uns diese jungen Golfer auf dieselbe Weise stolz machen werden. Na loom. Ich habe ihnen bereits geholfen, den Grundschwung zu meistern. Dann können sie ja sofort am Wettkampf antreten. Nein, noch nicht. Sie sollten zunächst eine Runde auf diesem Kurs spielen. Ich verstehe. Pro, wir geben Kids, jungen Schülern fürs Erste in deine Obhut. What the... Wieso ich... Ich möchte sie vorstellen. Ryuma... Jo. Bass. Alles klar, Digga. Helm. Hallo! Und Ella. Ja. Ich habe ihnen alles beigebracht, was ich weiß. Hoffentlich kannst du ihr Spiel weiter verfeinern. Ich soll sie ausbilden? Hey, kein Problem, aber Kid, was machst du dann? Also, ich habe jahrelang mich erholen können. Ich würde sagen, ich bin jetzt wieder fit. Kid, was sagst du da? Nun, ich denke, ich möchte mit dem Golfen noch einmal ganz von vorne beginnen. Nein! Kid, ist das dein Ernst? Ein wahrer Golfer ist zum Golfen geboren. Diese Lebensweisheit hat mir Pro auf den Weg gegeben. Tief im Herzen bin ich ein Golfer geblieben und ich werde wieder spielen. Machen wir es spannend. Wer meistert zuerst das Spiel? Ich oder jemand vom Nachwuchs? Vom Nachwuchs. Hey Bud, sind Doppel im Golf heutzutage wirklich so beliebt? Jo. Vielleicht solltest du sie in ein Paar aufteilen, damit sie erstmal ein paar Doppel spielen. Ja. Ryuma und Ellen und Bats und Helen, was haltet ihr davon? Hey, ich habe nichts dagegen, wenn du meinst, dass du als Teams gut zusammenpassen. Zur Stärkung der Teameinheit bleiben die Partner zusammen in der Unterkunft wie im Training. Vielen Dank, Leute. Tut mir den Gefallen, kümmert euch um sie. Es sind echt Talente. Ehrensache, Kid. Pass gut auf dich auf und übertreib es ja nicht, ja? Hast du rein, Digga?